Herzlich willkommen, Bros, zur neuen Folge Outlast. Ey, die letzte Aufnahmesession war es schon so Ewigkeiten her. Wie lange war es circa her? Bestimmt 4 Wochen. Bestimmt mehrere Monate, Jahre. Ja, letztes Jahr. Wir wissen. Alter. Was ist da los? Hör ich da etwa Schritte? Also ich weiß jetzt auch gar nicht mehr, wie man läuft, was man machen muss. Man kann springen? Alter, wusste ich gar nicht. Ja, okay, Mann. Ah, genau, jetzt weiß ich wieder. Wir haben eine Kamera. Und wie kann ich die Nachtsicht einstellen? But how can you do that? War da hinten gerade irgendwas? Was da läuft? Ah, ne. Ach, das ist der Mittelpunkt. So, jetzt muss ich nur noch rausfinden, wie ich die Nachtsicht aktivieren kann. Wenn so lange nicht gespielt und sie natürlich ist nicht vorbereitet. Wenn du die Dinge, und jetzt mit R oder so? Oder N? Ne? N? Nightwish? Nightwish? Das ist natürlich schwierig. Das ist eine Situation, die wir sicherlich herausschneiden werden später. Vielleicht funktioniert es ja irgendwann. Also, das war's zuerst Folge. Wenn ihr wisst, wie man Nightwish aktiviert, dann schreibt es uns in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ah! Auf F wie Flashlight. F wie Fixicht. Okay. Weißt du, wie lange müssen wir überhaupt? Ist das richtig? Ich muss wirklich ehrlicherweise sagen, ich weiß nicht mal, woher wir kommen. Also, ich auch nicht. Wir könnten von hier kommen, dann müssen wir in die Richtung oder andersrum. Geh vielleicht nach ganz hinten in das ganz Dunkle oder so. Oder wir gehen hier rein. Okay, das ist schon mal gut, dass dazu ist. Guck mal da unten. War das nicht da, wo uns also so ein Viech versucht hat, am Bein zu packen? Oder wie? Nein. Das wäre jetzt. Da kommt jetzt gleich einer hinter diesem Bett hier. Das weiß ich ganz genau. Das wäre mir jetzt aber unangenehm. Okay, warte kurz. Alter, ich hab's gewusst. Wie geguckt hat. Der sah gar nicht so übel aus. Vielleicht. Na. Ich glaube, die Situation hatten wir vorhin, also letztes Mal schon mal. Na, das kann gut sein. Guck mal da, das ist bestimmt der richtige Weg. Da ist es nämlich stockdunkel. Ich glaube, wir müssen an dem Arsch vorbei. Geht's nicht auch? Aha, zum Glück. Ich meine, nein. Vielleicht dadurch? Dadurch drücken? Ach, da kommt bestimmt noch einer. Oh Gott! Doch nicht. Okay. Puh. Das ist natürlich schlecht, dass das Erinnerungsvermögen nachgelassen hat. Ja. Ich weiß es natürlich nicht mehr so genau. Wir sind so schlecht im Erinnern. Wie wir schon waren. Das gerade eben, diese Tür mit dem roten Dingenskirchen. Ich glaube, da sind wir hergekommen, oder? Das war diese... Ah, warte, ich glaube. I think I know where we are. Wo können wir nur stecken? War das nicht letztes Mal das, wo du wieder drüben entlang gegangen? Ach, man kann ja durch. Das ist schlecht. Das ist schlecht, dass man da durch kann. Das entkräftet nämlich jetzt mal. Das, was ich sagen wollte, ist jetzt hiermit geht nicht mehr. Das sind diese Gummizellen, ne? Ja. Ich glaube, hier sind wir geflüchtet und so weiter. Also ich glaube schon, wir müssen an diesem Affen da vorne vorbei. Waren ja auch nicht die Kerle mit den dicken Eiern und wir mussten irgendwie uns raushängen und am Fenster oder sowas. Ja, ich fürchte schon. Okay. Dann war da hinten was gestanden? Ne, ich glaube nicht. Also ich glaube, wir müssen jetzt wirklich an diesem Kerl da vorbei. Okay, ich wollte. Ich glaube, der wird jetzt da gleich nicht mehr stehen, wenn wir das zweite Mal. Der erschreckt uns einmal kurz. Oder er ist vielleicht noch da, aber ist cool. Bis jetzt waren ja alle ziemlich cool. Ja. Komm hier, auch der arme Mann. Oh, wie süß. Aber der sieht gar nicht schlimm aus, bis auf die Hand. Also die Hand ist wie ein Baumstumpf, aber... Ja, es sieht so aus, als ob die Hand da reingewachsen wäre. Also wirklich in seinen Genitalbereich. In seinen Arsch. Oh. Oh, look shit. Look at this. Oh. Das sieht natürlich nicht so viel. Ruhe da oben. Linke Maustaste. Ach so, und dann kann man ja... Genau. Ja, jetzt passiert hundertprozentig irgendwas. Jetzt wohl. Ich glaube, wir werden jetzt gleich für irgendwas fliehen. Habe ich... Wir sehen so schön aus. Alter, bin ich gerade erschrocken. Ich denke gerade, okay, es kann nichts passieren, die sind alle im Gefängnis. Hat er keine Arme mehr, der Kerl? Alter. Ja, da kommt ich glaube, die sind angebunden, oder? Ja. Aber vielleicht beißt er. Hallo. Komm her, küss mich. Guck mal, sein Gesicht ist auch umwickelt. Vielleicht ist er gut. Vielleicht will er uns verraten, wie man hier rauskommt, aber es geht nicht. Aber wenn er uns durchgehend hinterherläuft, wird es sicherlich unangenehm irgendwann. Naja. Vielleicht können wir die Tür schnell schließen. Kommen wir von hier, oder wie? Cheers. Mal gucken, ob er es aufmacht. Mal gucken, ob er jetzt... Ah, er bleibt da stehen. Okay. Er hat ja immer eine Augenbindung, kann nicht sehen. Ja. Er ist immerhin... Aber jetzt langsam muss ich aufpassen mit den Batterien. Ich leuchte die ganze Zeit rum, so unsparsam. Oh, shit. Wir sollten aufpassen. Aber zurückgehen kannst du ja eigentlich auch nicht, oder? Wahrscheinlich ist da irgendwo... Irgendeine Zelle ist hundertprozentig offen. Ja, denke ich auch. Komm, guck nochmal. Hallo? Okay. Aha, ja. Aha. Und zack, nichts drin.
Ich mache jetzt aber ein bisschen schneller, damit wir genau. einfach diese, die Zeit des Akkus nicht so krass ist. Vor allem glaube ich, dass der Mock uns immer noch hinterherläuft und gestern sind so mal nicht mehr rauslässt, weil er uns blockt oder sowas. Ja, da kommt er. Guck dich mal ganz nur um, wir müssen irgendwo einen Weg nach oben geben. Guck mal, vielleicht diese hier unten, das, dieses Gestell, welche man sich irgendwie. Versuchen wir das mal. Ah, ja. Zieh dich, ja, geil. Komm her. Ja, kraul meine Eier, komm. Oh, da will nicht mehr. Ich glaube, gleich scherzen wir nicht mehr, Alter, wenn uns hier gleich irgendwas anrennt. Oh nein, guck dir den an. How can I help you, sir? Ja, guck mal, alles schläft. Warum sind die alle so unruhig? Das beunruhigt mich. Ich werde langsam selbst etwas unruhig. Na okay, ein bisschen an dem anderen Dödel vorbei. Das war so klar. Wenn man sowas sieht, da kann man eigentlich gleich weitergehen. Man weiß, man muss einfach an diesen Scheiß. Ich weiß eh, dass er jetzt nach uns greift oder so. Deswegen werde ich jetzt nicht erschrecken. Oh Gott, ja. Ach, guck mal. Ach, guck mal, der hilft uns. Wie süß. Voll die netten Leute, ohne Witz. Küss ihn mal oder so. Geh auf jeden Fall mal zu unserem Helfer hin. Wir müssen uns bedanken. Hi. Danke. Mensch. Ach, guck mal, ist der freundlich. Der hat zwar Läuse anscheinend, aber er ist freundlich. Schauen wir mal kurz ein bisschen genauer. Ja. Oh, das ist aber süß. Oh, guck mal. Also, Dankeschön auf jeden Fall. Wir werden uns vielleicht irgendwann mal revanchieren. Genau. Oh, aber jetzt müssen wir erstmal nicht weiter. Da musst du dich bestimmt, entlang laufen. Man kann doch so an der Wand, das war doch, haben wir doch schon mal gemacht, oder? Ja? So irgendwie so vorbeischieben. Ah, stimmt. Können wir jetzt natürlich mal ausprobieren. Aber der wird uns jetzt einen dicken Kuss geben, der Kerl. Ja, der wird uns jetzt von hinten schön anpacken. Doch nicht. Ah ja. Voll der freundliche, wirklich. Ja und jetzt? Wie geht's weiter? Hier und weiter. Vorwärts, ja, und also nach vorne und auf Leertaste springen, drücken. Denkst du, wir schaffen den Sprung bis zur vorne an die Plattform? Bestimmt. Komm schon! Oh Gott, tot! Na, doch nicht. Alter, bin ich dumm. Ich hab so gefragt, hey, haben wir es geschafft? Lauf rückwärts. Oh. Nein, schon wieder der Dödel. Hau ab. Wie unangenehm. Okay, jetzt haben wir es ja schnell. Jetzt wissen wir es ja. Hey, mach doch kurz die Augen zu, Leute. Wir wissen jetzt nämlich, wo es weitergeht. Jetzt sind Daisy Arsch gebrochen. Ja, da können wir wirklich froh sein, dass das nicht die Engine von Daisy ist. Die werden sie jetzt alle Finger gebrochen. Ja, und, wahrscheinlich einfach dadurch, dass wir diese Kamera halten, hätten wir jetzt schon die Knöchel gebrochen. Der Rucksack ist sofort weg. Alles. Okay, also. Jetzt schaffen wir es. Let's go, like it. Also vorhin in der Animation habe ich echt gedacht, wir sind komplett runtergefallen. Ich weiß nicht, ich habe das irgendwie nicht wahrgenommen, dass wir den Sprung noch gepackt haben. We can do this. Okay, let's go. Okay. Jetzt nochmal rückwärts? Nicht. So, sind die vielleicht Batterien drin? Ich gehe jetzt mal kurz in die Zellen rein, um einfach diese notieren. Oh, was ist mit dem? Alles da verrückt? Ist der behindert? Haben sie den ins Hirn geschissen? Haben sie den vollgekackt? Mach gerade mal mit der einen Taste, die wir vorhin so oft gedrückt haben, das Büchlein auf. Mit N oder wie war das? Nightwish. Hier, Lies vor. Haben wir das nicht schon? Nein? Mir wird schon schlecht, wenn ich mir diesen Ort nur anschaue. Die Nervenheilanstalt Mount Massive, die 1971 im Zuge eines Skandals unter Geheimhaltung der Regierung geschlossen und 2009 von Murkoff Psychiatric Systems unter dem Denkmal einer Wohlfahrtsorganisation wiedereröffnet wurde. Das Mobilfunknetz brach abrupt eine Meile vorher ab. Vermutlich eher ein Störsender als ein verlorenes Signal. Ja, Vorsicht, ich fahre weiter fort. Die Murkoff Corporation hat eine lange Tradition, ausbeuterischen Profit als Wohltätigkeitsarbeit zu tarnen. Aber niemals auf amerikanischem Boden. Niemals! Hier, Öl! Was sie auch immer aus diesem Ort herausschlagen wollen, es muss groß sein. Vielleicht endlich die Story, die ihnen das Genick bricht? Ah. Man weiß es nicht so genau. Okay, weiter geht's. Okay. Ich denke, wir müssen immer weiter nach oben, ne? Wahrscheinlich. Aber ich werde jetzt trotzdem hier alle Möglichkeiten mal kurz durchgucken. Weil es ist immer schön, wenn man viele, viele Batterien dabei hat. Ja. Denn ich will niemals in der Situation enden, dass wir irgendwo mal in der Dunkelzone sind. Wir haben einfach nichts mehr zum Nachladen. Oh, da ist eine Batterie, ich hab's genau gesehen. Oh, echt? Gott. Da hat irgendwas geblinkt, gell? Oh yeah! Oh, ich lade jetzt nach. Nein! Shit! Egal, wie du, es war bestimmt auch nötig nachzuladen. Bestimmt, Mann. Da hat nur einer ins Bett geschissen. Wir haben eh nicht so viele Zuschauer, das hat sie eh wahrscheinlich fast keiner gesehen. Gell, hört auf jetzt. Guck nicht so viel bei uns. Oh, klar. Aber da habe ich schon kommen sehen, für den Fickwurst.
Und weiter geht's. Guck, aber jetzt kann er uns auch nicht mehr kriegen, weil er kann nur da durchgreifen, aber nicht hier vorne. Stimmt. Weil er muss dann einen Schritt zur Seite machen und das geht nicht. Ist mir gerade eins runtergefallen? Shit. Nee, oder? Na, ein Stück ist da runtergefallen, dann müssen wir die Treppe hoch. Ja, da eben ist so die Wand so wupplappt, ja? Das darf nicht wahr sein. Ob der uns wieder anfasst oder so jetzt? Nee. Klopp mal nicht so ans Gitter, ich muss da jetzt durch, mein Kollege. Oh Gott, so. Ja, so ist das. Nein, wir müssen jetzt auch schon wieder auf die Plattform rüber. Das geht. Das schaffe ich doch jetzt schon wieder nicht. Ich habe Angst. Voll Kraft in den Beinen. Ja, oh Gott, ist der stark. Okay. So ein starker Mann. Der Putzi. Der hat wohl ins Bett geschissen. Oh Gott! Alter, ist der behindert? Ey. Help! Ey, wie weit folgt denn der uns, der Ficker? Ich weiß nicht. Nee, das ist mir egal, Alter. Scheiß drauf. Wir gehen wieder heim. Wo ist der? Oh ne, das ist der andere. Das ist der freundliche. Den kann man so streicheln. Am Arm. Wo ist denn der andere jetzt? Ich glaube, der wartet oben auf uns. Ach, herrlich, Mann. Ich mag sowas überhaupt nicht. Und du gehst mir auch auf den Keks, auch wenn du nichts machst. Ich frag mich, wo der jetzt hergekommen ist, der andere. Weil wir müssen doch da oben weiter. Es geht ja gar nicht. Aber der hat auch nichts gemacht. Der hätte uns, glaube ich, nur geschubst, oder? Der war freundlich. Also er geht auf jeden Fall nicht bis runter zur Treppe. Das heißt, das nächste Mal reicht es, wenn wir einfach die Treppe runterlaufen. Ja. Er wird uns vermutlich dann nicht weiter folgen. Er wird uns lieben. Er wird uns liebevoll lieben. Er wird uns umgarnen. Er wird uns Ah! Okay. Komm schon. Hello. Ich werde jetzt einfach jetzt ein bisschen vorsichtiger gucken. Der wird aus irgendeiner Zelle rausgekommen sein, die offen ist. Lauf am besten noch genau geschwind durch. Ah, lauf, wir müssen da hinten lang. Tja, tschüss. Jetzt kommt der andere Spaß wahrscheinlich wieder. Doch nicht. Nee, pass auf, warte, bleib stehen. Guck mal genau, wo wir jetzt hinlaufen, weil da ist gar nicht, ist kein Boden mehr. Ach, wir müssen jetzt springen. Wahrscheinlich irgendwie, aber da geht's noch nicht. Ach, guck mal da. Ach, da ist ein Durchgang. Mensch, Jacqueline. Ah ja, guck mal hier. Guck mal, da unten ist irgendwas. Ist das eine Frau? Ah, ne. Schade. Hey, ganz ruhig. Für Angst bekommen. Nein, die Brasas. Ah, und jetzt können wir wieder aufmachen. Das haben wir gut gemacht. Das ist wirklich ein sehr glücklicher Zufall, ne? Dass da genau da ein Durchbruch ist. Von Zelle zu Zelle. Ah ja. Ach ja, ich glaube, wir müssen der Blutspur folgen. Mhm, das glaube ich auch. Wenn man Angst hat, sollte man immer den Blutspuren folgen. Ja. It's just a battery. Immer an Radios, weil die Leute dann wahrscheinlich ihr Radio nachtanken wollen. Die müssen Radio tanken. Die Batterien. Keine Musik mehr im Radio. Okay. Oh. Na draußen super. Gewittert. Jetzt auch noch Gewitter, jetzt flippe ich aber echt. Okay, da ist wieder so einer vermummifiziert. Und ich glaube, hier wird es etwas unangenehm. Ah, ich habe in so vielen anderen Let's Plays so richtig fette Verfolgungsjagden gesehen, wo du rennen musst. Oh fuck, muss ich jetzt links oder rechts? Und das war jetzt alles noch nicht. Also es kommt noch alles. Wir sind noch so klein. Sind das da Schränke, in denen man sich verstecken kann? Ja, okay. Das ist aber schon mal gut. Das ist schon mal gut zum Gucken. Ja. Stell dich schon mal rein. So, das war's, Leute. Ciao. Scheiße, das ist schon mal ein Indiz dafür, dass es gleich sehr unangenehm wird. Ja, vielleicht können wir jetzt sogar schon zeigen, dass wir wechseln. Ist schon Zeit rumgegangen oder? Aua. Ja, ich glaube gleich. Okay. Guck mal, die Kamera. Der macht sich gerade Notizen. Ja. Die Kamera hat keinen Speicher mehr, wir können nicht weiter aufnehmen. Oh, Wall Rider. Line Rider. Shit. Boah, hörst du die Geräusche, Alter? Das hört sich ganz komisch an. This must be amazing. Irgendwas kommt jetzt gleich, sieht man die Augen auf einen zugehen, so ganz langsam. Ey, guck mal, ist das nicht da, wo wir... Das ist doch das, wo wir entlang krabbeln mussten. Oder haben wir das, hab ich nur im Video gesehen, vielleicht von jemandem, ich weiß es nicht. Nee, da sind wir selbst schon entlang gekrabbelt. Aha. Und hier haben wir uns doch mal, sind wir stuck, stecken geblieben, weißt du noch? Echt? Ah, nee. Ich verwechsel das wirklich gerade mit einem Let's Play, glaube ich. Heilige Scheiße, nee, okay. Wir dürfen nicht so viel gucken, wisch? Okay, oh Gott, das Geräusch. Jetzt kommt so eine Frauenstimme, gleich werdet ihr gefegt. Bestimmt da unten durch. Alter, was ist das für eine Gottesgrottenmusik? Ihr werdet gleich gefickt. Wo sind die Frames hin? Ha. Neues Ziel.
Hallo? Da hinten ist bestimmt jemand Gutes. So, ich lade mal nach. Ja. Naja, also bis jetzt sehr ruhig, ne? Also noch keine große Bedrohung. Bis jetzt war's echt chillig. Nur ein paar freundliche Monster. Ah, okay, also hier. Ich fühle mich jetzt hier unten in der... Oh, bleib liegen, mein Freund. Ich fühle mich hier in der Kanalisation eh viel wohler jetzt so als oben. Oh, was war das gerade? Ich glaube, gleich kommt einer von hinten, oder? Oh nein. Oder von vorne? Oder von hinten? Oder vorne? Oder von oben? Von oben? Mama. Oh, die Scheiße, Alter. Okay, aber... Ich glaube, wir haben den Zeitpunkt erreicht, an dem wir die Plätze tauschen. Also ich kam von links nach rechts. Ah, okay, da kann man sich schon mal durchdrücken, gut. Oh Mann, ist das hier unübersichtlich. Ich dachte, das wäre ein Ausgang, schade. Ey, wird's gerade irgendwie komisch? Ich weiß nicht. So eklig neblig, oder? Ach du Kacke. Ich höre Schütte, Alter. Hilfe. 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 Jacqueline. Gustav. Hilf mir. Oh, was zum Lesen wieder. Haben wir Notizen gefunden. Ein Dossier. Ein Dossier. Schau mal kurz. So, drücken wir die Taste N. Was war das? Das ist wahrscheinlich unten irgendwo was. Weil das heißt, wir hätten vorhin auch das hier. Die ganzen Grünen müssen wir, glaube ich, lesen. Das Wort Wallrider taucht hier überall auf. Markov hat hier ein Experiment durchgeführt, das Projekt Wallrider heißt. Aber die Patienten sprechen von Wallrider, als ob es eine psychische Präsenz wäre. Ein Geist oder Dämon. Etwas, das sie im Berg gefunden haben. Ich würde es gerne als schizophrene Einbildung abtun, aber ich habe etwas gesehen. Vielleicht. Vielleicht war es eine kleine Täuschung in der Kamera. Oder vielleicht werde ich es auch langsam verrückt. Das hört sich nicht gut an. Alles hört sich ganz und gar nicht gut an. We're gonna getting verrückt. Ich glaube, diesen Berg würde ich nicht besuchen. Okay, also wir müssen... Ich glaube, wir müssen durch diesen verdammten Spalt, wo diese scheiß Frau durchgerannt ist, ey. Ja. Vielleicht ist es ja auch diese Wallrider-Erscheinung. Das sah auch wie eine Frau aus, gell? Ja. Ah. Alter, die kommt jetzt. Sie kommt jetzt, entweder ist sie links oder rechts hinter dem scheiß Holz. I gonna fuck you. Hello. Okay, doch nicht. Haben wir nochmal Glück gehabt. Sieht ja mal ganz gemütlich aus hier. Guck mal, da geht's runter. Dreh zwei Ventile auf, um das Wasser abzulassen. Ah, okay. Ach so. Mhm. Also man kommt da nicht runter, weil da Wasser drin ist, weil der nicht tauchen kann. Links war ein Plan. Ein Lageplan. Ah ja, wir studieren jetzt erstmal diesen Plan hier. Also wir sind hier gerade durchgeschniedelt. Ja. Da oben ist ein Ding und da unten ist eins. Da unten ist die Frage. Ah, hier können wir. Prison Block Drain Female Ward. Wollen wir zu Frauen? Oh je. Hier, dann müssen wir nach oben, also nach links. Nee. Gut, okay. Also diese Rätsel und noch viele mehr lösen wir in der nächsten Folge. Killer wird dann steuern. Ich habe Angst. Und an dieser Stelle werden wir das Let's Play beenden. Für heute. Aber morgen geht es weiter. Morgen? Ne, wahrscheinlich dauert es ein paar Tage länger. Es wird ein paar Tage dauern, ja. Genau. Okay, also dann. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.